Ja, aber wo ist Maravell? Das will ich wissen. Nathalie ist da. Kimbold, von dort kommen wir. Aber wo ist Maravell? Wird er doch auf der Karte nicht angezeigt. Müsste Graf Maravell eigentlich auch hier irgendwo rumlungern? Gewäsch. Hallo. Wir. Mein Weg Gruß. Von mir. Mein Gruß. Na klar. Ich trau dir nicht. Immer will es auf jeden Fall nicht hier. Wir sind. Beides, was ich tun soll. Ich meine, wie soll ich mit jemandem sprechen, der mir halt einfach auch nicht auf der Karte angezeigt wird? Haut ab. Verrecke. Bye. Kommst du mir? Nein. Ein Mutant, Eget. Was sehe ich da? Das ist doch der Hexer von Riva. Sei gegrüßt. Unsere Wege kreuzen sich reichlich oft. Viel zu oft. Was suchst du hier? Triss Merigold. Eine Zauberin im Lager Nilfgaards? Was vernebelt dir den Verstand? Wisst ihr? Runter mit dem Schwert, klar? Du hast wirklich Nerven, Geralt. Geh. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe, aber irgendwas habe ich getan. Eine falsche Bewegung und die Sonne Nilfgaard sieht den Gesandten nie wieder. Meine Leute lassen dich doch hier nicht lebendig raus. Das ist auf jeden Fall die falsche Quest. Sofern du ihnen das nicht befiehlst, Gesandter. Mir ist, als würdest du genau das tun. Renuald Ebb Madsen empfängt seine Befehle direkt vom Kaiser. Eher stirbt er, als dass er dir Merigold heraus... Aus dem Weg, alle, sonst stirbt der Alte. Stehen bleiben! Ich scherze nicht. Ich weiß. Und ich rate dir, nicht zu zögern. Töte ihn, denn wir werden keinen Meter weichen. Renuald. Dem, der mir den Kopf des Hexers bringt, wird der Verdienstorden verliehen. Erstmal so alle angucken. Aber meint ihr das ernst? Fitz Österlin. Euer Exzellenz. Befehle aus der Hauptstadt. Ja, jetzt sowieso sterben sollen. Jetzt muss ich euch alle umbringen. Jupp. Worauf wartet ihr? Auf ihn! Ich wollte zwar eine ganz andere Quest machen, aber hey, passt. Hi. Oh. Ich bin halt einfach mal wieder vorgeprescht. Repier, du Hund. Ich hab so eine Quest gemacht, die Geld machen wollte. Verarscht. Naja. Kommen wir ein bisschen voran. Auf Nilfgaard! Das Tor ist geschlossen. Es muss doch einen Weg geben. Gibt's bestimmt.
Ich würde gerade sagen, lass mich da jetzt bitte hoch. Aua. Für den Kaiser! Runterspringen. Bettchen. Ihr habt da Blutspritze auf der Kamera. Hier speichert. Ach, die Stelle. Ah, die wird interessant. Hast du wirklich geglaubt, du könntest hier so einfach reinspazieren? Ja. Mach den Kaiser stolz! Tötet den Kerl! Oh. Ja, wartet. Muss mir ja mal einer hinsetzen, so wird das nichts. Stirb, Nordling! Die Reihen der kaiserlichen Armee sind endlos. Bring die Menschen um, bring die Menschen um, bring die Menschen um, bring die Menschen um. Probier mal diesen Stahl. Nee, Stahl schmeckt mir nicht so. Störrisches Vieh noch. Stahl ist mir ein bisschen zu hart. Das Witzige ist, heute sind die Alerts wieder so leise. Ich weiß auch nicht warum. Ich hab keine Ahnung, warum die Alerts so leise sind. Das Witzige ist, mal sind die Alerts so laut, die waren ja sogar leise, trotz dass das Spiel jetzt ja gerade auf Pause ist. Manchmal sind die so leise. Und dann sind sie plötzlich auch mal wieder so laut. Ich weiß nicht, woran das liegt, ne? Es ist halt alles voll aufgedreht. Das Spiel ist zur Hälfte runtergedreht und der Alert ist auf 100% hochgedreht. Es ist seltsam. Ich habe manchmal das Gefühl, es liegt mit am Headset, wie ich es einstelle. Wenn ich es für mich lauter stelle, ist, glaube ich, alles andere leise. Sound Alerts, nein. Ich hab keine Ahnung, woran es liegt, ne? Ernsthaft nicht. Ich bin froh. Ich will ja so langsam auf... wie heißt das denn jetzt nochmal? Irgendwie hatte ich das Wort noch. Mischpult. Ich will auf Mischpult sparen. Damit ich alles, was mit Musik zu tun hat, extern dann halt drehen kann, ohne dass ich hier irgendwas machen muss. Da kann ich nämlich alles lauter machen, ohne dass ich hier irgendwie, ne, ohne Probleme. Gut, ich habe noch nie mit einem Mischpult gearbeitet, den müsstest du dann halt erstmal gucken, wie das alles funktioniert. Aber es würde dann gehen. Es würde dann halt einfach gehen. Da kann ich die Alerts lauter machen und ich kann das andere lauter machen. Aber so ein Mischpult, das hat so verdammt arschteuer. Mischpult ist so teuer. Einfach so fucking teuer. Das Einzige, was ich noch machen kann... Aber ist halt schon runtergedreht, ne? Es ist halt schon runtergedreht. Wenn ich es noch leiser mache, hört man es halt im Video nicht mehr später. Es ist halt schon auf 1 runter. Und trotzdem ist es so laut. Habe ich jetzt alle getötet? Ich glaube.
Spektralschmetterling. Ein Fisch ist auf dem Markt für 3790 Gil drin. Da dachte sich einer, stell ich mal einen für 900 Gil rein. Dann geht runter auf 315 über, wie hart die Leute einfach unterbieten. Das ist halt echt heftig. Ein Kollege hat ein Mischpult, was 80 Euro teuer war. Weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ja, aber selbst 80 Euro kann ich mir halt nicht einfach mal so leisten, ne? Also, 80 Euro ist für mich schon eine Stange Geld. Das kann ich nicht immer so aus dem Finger rauspuzzeln. Dafür verdiene ich halt über Twitch zu wenig. Halt allgemein zu wenig. Ich meine, gut, die letzten zwei Monate liefen gut. Diesen Monat komme ich halt noch nicht mal auf 50 Dollar. Ne? Also, es ist halt unterschiedlich. Wann hast du Wurftag? Werfen tue ich noch nicht. Werfen tue ich noch nicht. Wieso willst du das wissen? Kannst du eigentlich sogar ganz einfach auf Discord nachgucken, glaube ich. Müsst du im Discord stehen bei Geburtstagen. Wieso? Ich lasse mir keinen Mischpult schenken. Vergiss es. Ich komme aber auch nicht mehr auf meinen Auszahlbetrag. Ja, es ist halt verdammt schwierig. Ich finde, über die Wintermonate geht das sogar immer relativ. Aber so über den Sommer ist halt einfach, ist halt nicht viel. Oder zumindest, es gibt so Monate, da ist halt echt viel. Und es gibt halt Monate, da ist halt einfach gar nichts. Es ist halt einfach gar nichts. So wie halt diesen Monat. Also gut, er ist noch nicht vorbei, aber die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende des Monats irgendein Mensch noch Geld hat, nicht mehr, ich habe mehr Geld. Doch, geschäftsmäßig habe ich zwar Geld, aber ich habe halt mein Privates schon ausgegeben. So, ja, aber ist halt, ne, für Rechnung und so weiter. Max ist jetzt schon, vergiss Gratuliere, es. Hexer. Vergiss es. Das waren meine besten Leute. Das Gute ist halt, dass es dann halt trotzdem in den nächsten Monat halt mit reingeht, ne? Aber es ist halt manchmal schon echt schwer, die 100 Dollar überhaupt zu erreichen. Obwohl es eigentlich nicht viel ist, ne? Aber es ist halt manchmal schon echt schwer. 517 Mitri Aircheck. Ja! Danke, Kitty. Oh, wisst ihr eigentlich, wie toll ihr beide seid? Wisst ihr, wie toll ihr beide seid, dass ihr mir da die Erze macht? Rück Triss heraus, wenn du dich nicht dazulegen willst. Du erstaunst mich. Wie kann man sein Leben für eine Hexe vergeuden? Sagen wir, wir stehen uns nahe. Natürlich. Mach das halt. Du liebst sie. Vielen lieben Dank. Darum riskierst du so viel. Aber du weißt nicht alles über sie. Wovon redest du? Deine Freundin und die anderen Hexen haben sich gegen eure Herrscher verschworen. Ich weiß nicht, wie oft ich heute meine Ausrüstung reparieren musste. Das war schon heftig. Woher weißt du das? Aus berufenem Munde. Ihrem. Und wie habt ihr sie zum Sprechen gebracht? Indem wir ihr die Aussagen der anderen Logenmitglieder gezeigt haben. Ich bin nicht überzeugt. Das ist unwichtig. Meine Leute haben unterdessen Verstärkung geholt. Vielleicht kämpfe ich dann endlich gegen Männer. Zeit, dir die wahre Macht des Kaiserreichs zu zeigen. Ja, ist gut. Umzingeln! Nö. Au! Alter, wie mies ist das eigentlich? So richtig von hinten von sich. Weißt du, du bist gerade aus der Sequenz raus und kriegst erstmal einen Pfeil in den Rücken. Geht Runde Nummer 4, das ist erstmal. Okay, super. Dankeschön. Ich schau nachher mal rein. Alter! Ihr tickt doch nicht mehr ganz sauber. Stirb. Ihr seid eine Schande für das Kaiserreich. Schildträger, nach vorn! Ich geh erst wieder hier. Mach das, Kitty. Und vielen lieben Dank, dass du dir da die Mühe gemacht hast. So, du kleines, arschkriechendes Etwas. Stirb einfach.
Haha, du hast keine Chance gegen mich. Ich habe den Kaiser enttäuscht. Tja. Da liegt er nun. Schön, kleines Prinzchen. Naja, gut, Prinz war ja nicht, aber. Aber bessere Rüstung. Ja, so zigtausend Silberringe brauche ich ja nicht, ne? Hier noch was, da. Orenz. Triss. Hallo, meine Teure. Geralt? Hi. I'm back. Hast mich wohl nicht erwartet. Machst du Witze? Hier kann man nur den Henker erwarten. Haben sie dich gefoltert? Sie haben alles Mögliche versucht, aber ich habe ihnen nichts gesagt. Als ich mit Vernon in Flotsam aufgebrochen bin, dachte ich nicht, dass wir uns so schnell wiedersehen. Ich weiß, was dich das gekostet hat. Das vergesse ich dir nie, hörst du? Niemals. Hättest du nicht deine Freundinnen aus der Loge um Hilfe bitten können? Woher weißt du von der Loge? Ich weiß es einfach. Hör zu, Triss. Um hierher zu kommen, habe ich Vernon allein gelassen. Vielleicht fällt deswegen Temerion auseinander. Bereust du, dass du mich gerettet hast? Nein, das tue ich nicht. Aber ich bin nicht nur hergekommen, um dich aus Schillerts Klauen zu reißen. Ich möchte außerdem erfahren, was deine Rolle in diesem Durcheinander ist. Und warum du mich belogen hast. Das habe ich nicht. Ich weiß von der Existenz der Loge. Ich weiß, dass sie hinter dem Mord an Demavent steckt. Ich weiß, dass Triss Merigold Logenmitglied ist. Es ist nicht so, wie du denkst. In welchem Punkt irre ich mich denn? Ich bin Logenmitglied, das stimmt. So wie 8 andere Zauberinnen. Aber wenn du meinst, dass ich für ihr Handeln verantwortlich bin, irrst du dich gewaltig. Die Loge der Zauberinnen ist längst zum Zwei-Personen-Theater von Sheila und Philippa verkommen. Soweit, dass du von den Mordplänen nichts wusstest? Soweit, dass ich zu den Versammlungen nicht mehr eingeladen wurde. Warum nicht? Sie trauten mir nicht mehr. Weil du nicht ihrer Meinung warst? 9 Frauen sind sehr selten einer Meinung. Das Problem war... War welches? Ich stand dir nahe. Wenn Sheila irgendwen fürchtet, dann Geralt von Riva. Die Loge tat, als fände sie unsere Freundschaft nützlich. Dann haben sie mich manipuliert und sorgfältig ausgewählte Informationen an dich weitergegeben. Sie haben sich die Tatsachen nach Bedarf zurechtgebogen. Wir stehen uns immer noch nahe. Sie könnten ja so weitermachen. Beleidige mich nicht. Beruhige dich, Triss. Renuald Epp Madsen behauptet zwar etwas anderes, aber wenn ich zwischen deinem Wort und dem eines Schurken aus Nilfgaard wählen muss, dann wähle ich deins. Und jetzt sagst du mir, was du weißt. Ich muss endlich die Wahrheit wissen. Nach dem Massaker von Tanith gab es lange kein Gremium für die Zauberer. Wir waren verstreut. Philippa beschloss, eine neue Organisation zu gründen, diesmal im Geheimen. Als ich vereidigt wurde, dachte ich nicht, dass die Loge ihre Pläne auch den eigenen Mitgliedern verheimlichen würde. Wie du weißt, ist Philippa niemand, der sich mit Kleinkram abgibt. Sie fasste den Plan, einen starken Staat zu schaffen, den die Zauberinnen kontrollieren würden.
Große Pläne sind schnell geschmiedet. Die Umsetzung ist ein anderes Kapitel. Philippa und Sheila hat es nie an Begeisterung oder Ideen gemangelt. Um einen starken Staat zu lenken, muss man erstmal einen schaffen. Man braucht einen reichen Landstrich und passende politische Verhältnisse. Und einen willfährigen Herrscherkandidaten. Sheilas Wahl fiel auf das Pontatal, Demavent und Stannis. Demavent hasste Zauberer. Genau wie Hänselt und Radovid. Sheila und Philippa hielten Demavent für den schwächsten Herrscher. Sein Sohn Stannis ist das reinste Fähnchen im Wind. Wer das Pontatal kontrolliert, kontrolliert den ganzen Norden. Vergiss nicht, dass es Edyn war, wo die Rebellen aus dem Volke erschien und die Idee eines neuen Staates verkündete. Auf einer Versammlung habe ich direkt gefragt, wie sie sich den Sturz Demavents denn vorstellen. Danach wurde ich nicht mehr eingeladen. Nach Demavents Tod wuchs mein Misstrauen, aber ich hatte keine Beweise. Philippa wiegelte mich ab. Als du zu deinem Treffen mit Jorvet gegangen warst und Sheila sich um den Kadaver des Kairans kümmerte, konnte ich zum Teil ihr Megaskop prüfen. So habe ich auch erfahren, dass Sheila mit Leto Kontakt gehabt hatte. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Das wollte ich doch. Wann denn? Wir haben uns seitdem nicht gesehen. Leto muss mir in Sheilas Gemach gefolgt sein. Er hat mich zum Teleport nach Vergen gezwungen. Hast du mit ihm gesprochen? Ja, aggressiv war er nicht. Er sagte in Vergen, dass Sheila sie mit dem Mord an Demavent beauftragt hatte. Die Hexer der Schlangenschule. Gemeinsam mit Sheila haben sie den Anschlag vorbereitet. Wie kommt es, dass er dir davon erzählt hat? Ist das wichtig? Ich finde es seltsam, wenn Verschwörer plötzlich so ehrlich sind. Beim Teleport nach Edirne kam es zu Kommunikationsinterferenzen. Ich habe mir ganz schön wehgetan. Ich wusste, dass Philippa in der Nähe war. Ich wollte zu ihr gehen und reinen Tisch machen. Vielleicht hatte Leto dasselbe vor. Da war nur eine fremde Frau im Haus. Ich dachte, sie wäre Philippas Dienerin oder ihre Geliebte. Bevor ich irgendwas sagen konnte, wurde ich mittels Magie überwältigt. Ich hatte keinen Angriff erwartet. Ich kann dir den Schmerz bei der Kompression nicht beschreiben. Als würden einem alle Knochen gebrochen. Die Dekompression ist noch schlimmer. Philippa wusste nicht, dass ihre Geliebte eine Spionin aus Nilfgaard war. Ich wurde nach Lokmuin gebracht. Asira hat mich dekomprimiert. Dann wurde sie ermordet. Schillard hat mich verhört, aber nichts erfahren. Wenn du nicht gekommen wärst, die hätten mich gevierteilt. Es ist mir erst hier im Kerker gelungen, mir einen Reim auf alles zu machen. Und du weißt nun Bescheid. Kannte Saskia die Pläne der Loge? Sie wusste nichts von ihrer Existenz. Sie hat Philippa geglaubt, dass die Zauberinnen den unabhängigen Staat im Pontatal freiwillig unterstützen. Saskia hatte die Unterstützung des Volkes. Und Philippa hatte Saskias Unterstützung. Jawohl, das gehört wieder, wissen wir eigentlich. Hast du erfahren, was Sheila in Flotsam getrieben hat? Sie wird ja wohl kaum auf ein paar Orens für das Ungeheuer ausgewesen sein. Natürlich nicht. Sie wollte Leto und Jorvet treffen. Was wollte sie von Jorvet? Die Skoyatel sind Saskias Trumpfkarte. Ich nehme an, Sheila wollte wissen, was die Eichhörnchen angesichts des Krieges mit Hänselt vorhaben. Das genügt mir fürs Erste. Beim Gipfel erfahren wir mehr. Du willst dahin? Du hast vergessen, wie die Welt vor dem Massaker von Tanet ausgesehen hat. Ich weiß, wie die Welt vor dem Massaker von Tanet ausgesehen hat. Heißt das, du... Wir reden später über mein Gedächtnis. In Ordnung. Wenn es den Rat und die Kammer gegeben hätte, wäre es nie zu den Königsmorden gekommen. Es gäbe auch nicht dauernd Pogrome. Jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Einrichtungen zu erneuern. Die können wir doch nicht ungenutzt verstreichen lassen. Die Regulierung der Beziehungen zwischen den Herrschern und den Zauberern in der Beraterrolle ist die einzige Chance auf Frieden. Und auf das Ende der Loge. Die Loge ist schon am Ende. Wenn die Könige erfahren, dass sie hinter den Morden stand, gibt es eine Hexenjagd. Das könnten wir verhindern. Die Schuldigen sollen bestraft werden, nicht alle. Ich gehe also hin und sage aus, was ich über die Umtriebe von Philippa Eilhardt und Sheila de Tankerville weiß. Dann lass uns gehen. Okay.
Dann fliehen wir mal mit Triss. Wie auch immer wir hier rauskommen. Triss? Ah. Können wir was rausspazieren? Diese Nilfgaard. Ja, können wir. Warst du das? Sie haben ihrem Anführer zu blind vertraut. Du hast sie alle getötet? Ja. Sie selbst waren es jedenfalls nicht. Ja, ich glaube, komm, dass sie sich selbst umbringen wollen. Trennen wir uns hier. Triss? Ja? Ich möchte dich kein zweites Mal aus einem solchen Chaos zerren müssen. Mach dir keine Sorgen, ich komme zurecht. Wir sehen uns bei den Beratungen. Gut. Ja, ich auch. Ich auch. Okay. Wann haben wir 3 Level gemacht? Wir hatten eben noch kein Level up. Wir haben mit einem Questabschluss 3 Level gemacht. 3. Lasst euch das mal bitte auf der Zunge zergehen. 3. Rüstung plus 1. Ich brauche einmal wenn. Ja, gut. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, wir könnten das Spiel sogar heute schon beenden, ne? Je nachdem, ob, wenn ich alles machen sollte, nicht, aber wenn ich jetzt der Quest folge, könnte ich dem Leiden heute vielleicht sogar noch ein Ende bereiten. Dann könnten wir nächste Woche wahrscheinlich mit Witcher 3 anfangen. Was ist hier unten? Guten Tag! Okay, da kommen wir nicht weiter, schade. Weil eigentlich möchte ich nur dem Leiden hier ein Ende bereiten, damit wir bald von dieser Höhlenqual. Erledigt sind, damit wir hier nicht immer aus dem Spiel rausfliegen. Das ist nämlich meine größte Sorge. Dass wir jetzt demnächst die ganze Zeit nur noch am rausfliegen sind. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal unauffällig. Der Konstabler Johann Natalis? Der Hauptquest folgen. Also sind sogar Vertreter von Nilfgaard. Wir werden jetzt Zeugen eines historischen Ereignisses. Wir sollten nicht länger warten. Gehen wir rein. Jetzt oder nie. In den letzten Wochen haben in Vysima Verhandlungen über die Thronnachfolge stattgefunden. Da das Schicksal des letzten Kindes von Foltest auch weiterhin unbekannt ist, konnten wir zu keiner Einigung gelangen. Es ist nicht gelungen, die Interessen der namhaftesten Geschlechter Temeriens miteinander zu vereinbaren. Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als das Land aufzuteilen, entlang den bisherigen Baroniegrenzen. So geht das nicht, Johann Natalis. Dein Land steht zwischen Nilfgaard und dem Norden. Wir brauchen ein starkes, einiges Temerien. Majestät, nichts anderes ist mein Wunsch. Doch mit Foltests Tod ist das Herz unseres Landes zerbrochen. Wie ich erfahren habe, befindet Anaïs Lavalette sich in der Hand des Zauberers Detmold. Offenbar hat man euch aber nicht von dem Blutbad unterrichtet, zu dem es im Lager der Catwenner gekommen ist. Wenn das Kind noch am Leben ist, besteht Hoffnung. Ich werde tun, was in meiner Macht steht, um es zu finden. Außerdem sei kundgetan, dass der Anführer der Temerischen Spezialverbände Vernon Roche offiziell gesucht wird. Alle Privilegien, die ihm als Repräsentanten des Königreichs zustanden, sind hiermit nichtig.
Wie bereits festgestellt wurde, ist das Dokument, in dem das Statut der Kammer festgelegt wird, eine getreue Kopie des Statuts, das man in den Ruinen auf Tanet fand. Doch viel wichtiger als das ist die Ernennung königlicher Berater. Heutzutage werden viele Höfe von irgendwelchen Magiern und Zauberinnen regiert. Zu Zeiten der alten Kammer wurden solche Berater mit Bedacht gewählt. Weshalb sollten wir unsere Berater nicht selbst wählen? Wegen der Verantwortung, die auf ihnen ruht, Majestät. Die Kammer möchte sich von der Fachkunde der Kandidaten überzeugen. Und davon, dass die Interessen der Kammer gewahrt werden. Selbstverständlich. Das wichtigste Anliegen der Kammer ist schließlich das Wohl der nördlichen Königreiche. Das Dokument ist unterzeichnet von all unseren vorgeschlagenen Kammermitgliedern und den designierten Beratern. Wir warten nur noch auf die Unterschrift von Sheila de Tankerville. Ohne unsere königlichen Siegel könnt ihr allenfalls Berater von Schafhirten vorschlagen. Wohl wahr, Eure Majestät. Sheila de Tankerville darf dieses Dokument nicht unterzeichnen. Triss Merigold, bist du also doch gekommen? An Tankervilles Händen klebt königliches Blut. Sie darf keinen Sitz in der Kammer bekommen. Das ist gelogen! Welche Beweise hast du für diese Anschuldigung, Merigold? Es gibt Zeugen, die bestätigen, dass Sheila de Tankerville die Morde an Demavent und Foltest veranlasst hat. Mitglieder der künftigen Kammer, Sheila de Tankerville muss unverzüglich verhaftet und angeklagt werden. Sollten sich die Anschuldigungen als wahr erweisen, ist sie des Todes. Sheila de Tankerville, solange die Vorwürfe von Triss Merigold nicht geklärt sind, kannst du nicht in die Kammer berufen werden. Verhaften! Ihr kennt nicht die ganze Wahrheit. Merigold hat keine Ahnung, wovon sie redet. Hallo, Drachi. Das sage ich jetzt einfach wieder Screenshots. Ich denke, du brauchst mal F12 drücken. Der Endkampf gehört. Das geht los. Geralt, eine Falle. Ja, ja. Eine Magie, ich kann uns nicht rausholen. Ja, ja. Du musst Sheila schnappen. Ja. Ich bin noch dabei. So. Ja, wir hätten die eine ganze Quest noch machen können, aber... Geh, solange du kannst, Hexer. Wir machen einfach Endkampf, ja? Du hältst mich nicht auf. Ich hoffe, da seid ihr auch mal dafür. Wir kommen jetzt eh nicht mehr zurück. Also, Bossfight! Huch, hat das was auf die Retter gemacht? Ah, ich kann noch nicht mal speichern. Ich töte dich, wenn ich muss. Ja, mach das. Okay, das geht ja auch nicht. Nett. Au. Wie gefällt dir mein Drache? Der Drache ist niedlich, ja. Au! Sessantessis, nun töte ihn schon! Du kommst zu spät. Hi. Ich habe das Portal stabilisiert. Wo willst du dich schon verstecken? Ah, nee, das kommt erst danach. Früher oder später wirst du ja doch gefunden. Ich ziehe es vor, über mein Kommen und Gehen selbst zu entscheiden. Wo ist Leto? Sessantessis kümmert sich um ihn. Und um alle anderen, denen sich bei der Vorstellung eine Zauberin zu verbrennen, der Schwanz aufrichtet. Wo ist er? Weiß ich nicht, du Trottel. Ich suche ihn selbst, seit Foltest tot ist. Leto hat uns alle betrogen. Wir sind auf die einfältige Miene und den stumpfen Blick reingefallen. Begreifst du nicht?
Ja, die Loge wollte Demavent loswerden. Aber? Er war ein launischer Schwächling. Aber? Erdan war im Begriff, unter seiner Herrschaft den Bach runterzugehen. Wir haben das kleinere Übel gewählt und ihn unschädlich gemacht. Leto war nur das Mittel dazu. Den Satz kann ich auch. Und Foltest? Und Hänselt? Damit haben wir nichts zu tun. Nach dem Mord an Demavent hat Leto unser Gold und unsere Magie benutzt und sich mit Jorvet in Verbindung gesetzt. Der sollte ihn verstecken, bis etwas Gras über die Sachen gewachsen war. Das dachte ich jedenfalls. Für Foltests Tod ist die Loge nicht verantwortlich. Wer dann? Nilfgaard. Leto, der König der Lügner und Kaiser der Verräter. Er hat von Anfang an der großen Sonne und der weißen Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, gedient. Und uns alle reingelegt. Mich, Jorvid, deine dämliche Triss und dich. Welche Beweise gibt es dafür? Ich habe Nachricht erhalten von einem Logenmitglied aus Zintra. Die kaiserliche Armee überquert soeben die Yaruga. Du glaubst doch nicht, dass der Norden ihr in dieser Lage etwas entgegenzusetzen hat. Nein. Außer vielleicht ein neues Wunder von Brenna. Das weiß ich nicht. Aber ihr wart diejenigen, die es so weit haben kommen lassen. Und dafür werdet ihr auch gerade stehen. Das Stigma des Verrats wird euch für immer begleiten. Abwarten. Diese Stadt verlässt niemand mehr lebendig. Also wird auch keiner die Geschichte erzählen können. Philippa kontrolliert den Drachen. Sobald ich verschwinde, verwandelt er die Stadt in ein brennendes Grab. Ich gehe auch immer alle davon aus, dass ihre Pläne Der Drache funktionieren, hat bei ne? der Schlacht um die Burg Lavalette Foltests Armee angegriffen. Wie passt das zu deiner Geschichte? Da war er noch nicht unter unserer Kontrolle. Wir mögen eine Schlacht verloren haben, aber der Krieg beginnt erst. Und er findet ohne dich statt. Dies ist dein Ende, Hexer. Adieu. Etwas stimmt nicht. Der Diamant. Jemand hat den Diamanten ausgetauscht. Er hat einen Makel. Er wird mich in Stücke reißen. Nimm ihn raus. Du hast mich gerettet. Solltest du überleben, geh nach Nilfgaard. Dort findest du Yennefer von Wengerberg. Leb wohl, Hexer. Ja, ich hab sie ihn kommen lassen. Ha? Aua! Ja, weiß nicht, ich stell mich da erstmal. Donnerschlag. Aua. Ich weiß nicht mehr, wie der Kampf funktioniert oder noch. Au. Au. Yeah, das war, wenn ich leer, dass der Druck kommt, der mit seiner Scheiß-Tatze. Ja, diesmal bin ich reingerollt. Diesmal. Ja, okay. Scheiße auf Ausweichen. Ausweichen ist was für Anfänger. Ausweichen wird überbewertet. Darf ich jetzt aber wenigstens noch meine Tränke benutzen, oder? Ja, darf ich. Schwalbe. Sind wir mal komplett voll ausgelastet. Jetzt kommt der offizielle Bossfight. Geil. Das. Gestern entdeckt du ihn, Menschen fragen. Wenn er die Tränke hinterkippt, ja.
Ja. So. Hier geht... Aua. Hier geht... Aua. Au. Ich wollte gerade sagen, hier geht das jetzt wieder mit Taktik. Das klappt super. Das klappt super. 1A. Du stinkst vielleicht. Ich weiß nicht mehr, wie der Kampf funktionierte, wie man gerade merkt, ne? Okay. Aua. Aua, aua, aua. Die Chance, dass ich aufweiche, liegt halt einfach bei 0. Okay, das war nicht mit rangehen. Da wird. Ach ja. Au. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich nochmal die Zeichen mache. Denn ich weiß es gerade nicht. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie ich die Zeichen anwende. So. Au. Erstmal 3 Jahre ausprobieren, wie man die Zeichen nochmal benutzt. Ich bin ausgewichen. Du Drecksdrache. Das ist es, die Aktion. Da ist er. Da ist er. Hi. Aua. Du kleines Drecksdrachenviech, du. Ich liebe Drachen, aber nein. Haha. Diesmal. Diesmal aber. Nein. Oh, Trotzdem noch ausgewichen. Diesmal nicht mehr. Jetzt kommt er wieder mit seinem Feuern. Oder kommt er jetzt mit seinem Sturzflug? Ui! Ach komm, ich war noch weg. Dieser eine Zentimeter. Ich kann mir ja wohl gar nicht übernehmen. Warum treffe ich dich von hier? Ich mach dem halt auch so gar keinen Schaden mehr, kann das sein? Verfluchte Biester. Das denke ich mir halt auch gerade. Ach komm! Mehr als ausweichen kann ich doch schon nicht mehr drücken. Da renne ich halt vorhin in ihn rein. Ich glaube, das Ding darf ich gleich nochmal machen. Nein, 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 nein. Ich komme halt einfach nicht an ihn ran, beziehungsweise mache halt einfach keinen Schaden. Der Anfangsschaden war halt noch richtig gut, ne? Jetzt mittlerweile hat so gar keiner. Alter. Reingerannt.
das Feuer haut halt immer rein, ne? Der hat gesessen. Ich hab ihn gleich. Oder auch nicht. Hab ich ihn? Oh nein. Oh nein. Nein, 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 keine. Bitte, bitte keine. Nein, bitte keine Quicktime-Events, ja? Bitte nicht. Bitte einfach nicht. Geralt, lass es. Wehe. Danke. Okay, wir haben ihn auf jeden Fall geschafft. Darfst wieder zurücklaufen. Den Drachen töten, den Drachen in Ruhe lassen. Hexer töten keine Drachen. Punkt. Mehr sage ich dazu nicht. Hexer töten keine Drachen. Ist sowieso Geralts Devise. Und ich kenne die Hintergrundgeschichte noch, die dann noch da. Kommt. Weil der Drache freut sich nämlich. Hexe töten keine Drache. Punkt. Eine Liste der Zauberinnen der Loge. Eine Liste der Schlampen, die du uns hilfst zu finden. Ja, Pandas. Auch Pandas werden nicht getötet. Weder Pandas noch Drachen noch Katzen. Spinnen! Spinnen werden getötet. Und alle anderen Arachnoiden. Da ist noch mal ein kleines Massaker. Epilog. Bist du unversehrt? Halbwegs. Und der Drache? Ist ziemlich hart gelandet. Hat sich auf einen Baumstamm gespießt. Hast du ihn getötet? Nein, ich töte keine Drachen. Aber Philippa... Die kriegen wir noch. Der Drache ist einer der letzten seiner edlen Art. Ja. Gehen wir. Leto ist entkommen, nehme ich an. Er wartet auf dich. Wartet? Mhm. Dort, wo die Temeria ihr Lager hatten. Huch. Nichts wie hin. Was ist in meiner Abwesenheit passiert? Die Könige hatten mehr Krieger dabei, als für Friedensverhandlungen gut ist.
Als sie abzogen, kam es zu Zwischenfällen. Die Kettwiner schlugen sich mit den Temeriern. Die Ordensritter vergewaltigten zwei Zauberinnen und brachten ein paar Mutige um, die den beiden helfen wollten. Meinst du, der Rat und die Kammer... Okay. Deren Einberufung hat ein noch viel größeres Blutbad verhindert. Schwer zu sagen, ob sie überdauern. Aber es gibt bisher nichts Besseres. Magier sind nun einmal Teil dieser Welt, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Sie brauchen ihren Platz und ihre Rechte. Sonst wird es wieder eine Loge geben. Ach ja. Vernon Roche, geh weg von dem Kind! Königliches Blut, temerisches Blut. Zu schade für euch Hundesöhne. Du bist ein gesuchter Verbannter. Gib Anais freiwillig raus, dann kannst du auf Gnade hoffen. Auf Kedwins Gnade scheiße ich. Roche! Triss, lass nicht zu, dass sie mitnehmen. Das ist Volltests Tochter! Das reicht. Packt sie! Ich darf prügeln! Hallo. Krepier! Und weg mit euch. Du gleich mit. Ich hab Detmold nicht erwischt. Du hast mich hängen lassen, Geralt. Ich musste Triss retten. Die Nilfgaarder haben uns alle betrogen. Wovon sprichst du? Die Nilfgaarder haben Triss verschleppt, die Königsmörder geschickt und die Loge benutzt. Der Kaiser will den Norden ins Chaos stürzen. Temerien ist verloren. Die Barone werden es in Stücke schlagen. Nichts ist verloren. Temerien kann sich doch wieder vereinen. Bring das Mädchen weit weg von hier, weg von den Höfen, Königen und Kriegen. Eines Tages wird sie ihr Erbe einfordern. Und du, Geralt? Ich greife mir den Königsmörder. Du hältst Wort. Jetzt ist es persönlich. Also gut. Ade, weißer Wolf. Auf ein Wiedersehen in besseren Zeiten. Leb wohl, Roche. Was ist mit Jorvet? Man hat das Kopfgeld auf ihn erhöht. Und die Spezialkräfte, die Jagd auf die Eichhörnchen machen, sollen besser bezahlt werden. Der Rat und die Kammer haben einige Zauberer dafür abgestellt. Jorvet ist der größte öffentliche Feind. Sie werden nicht ruhen, bis sie ihn haben. Die hat's zerlegt. Die beiden. Nun gut, nun gut. Muss ich gegen die auch kämpfen? Dies ist kein Ort für Hexer. Auch wenn ich dich kenne und du immer da auftauchst, wo etwas Wichtiges geschieht. Wahr. Wenn auch bisweilen zufällig. Und diesmal? Auch Zufall? Sagen wir, ich muss mich um etwas kümmern. Na dann beeil dich. Sobald wir den Saustall beseitigt haben, den wir den königlichen Armeen verdanken, wird Lokmuin magisch versiegelt. Ihr verschwindet von hier? Vorübergehend. Bald kehren wir zurück, um die Stadt wieder aufzubauen. Lokmuin wird im alten Glanz erstrahlen. Bis dahin müssen wir die Schatzjäger und Tunichtgute draußen halten. Radovid traut euch also? Wir werden das Vertrauen seiner königlichen Majestät erlangen, indem wir Sheila de Tankerville und die anderen Verräterinnen der Loge ausliefern. Das könnte eine Weile dauern. Sheila ist aus Lokmuin geflohen, per Megaskop. Wir haben Zeit. Sie kann sich nicht ewig verstecken. Früher oder später ist sie unser. Entschuldige mich, ich habe noch zu tun. Und trödle nicht. Die Stadt wird in einer Stunde versiegelt. Aber war noch eine Sorgen, schau ich jetzt wieder. Okay. Ah, da geht's lang. Und ich kann natürlich nicht speichern.
Natürlich nicht. Aber ich weiß sowieso, was ich jetzt tun werde. Da ist er ja. Warte hier auf mich. Geralt. Ich will nicht, dass dir was passiert. Ich kann auf mich aufpassen. Nein, diesmal nicht. Ich muss das allein tun. Warte beim Stadttor auf mich. Wenn ich nicht binnen einer Stunde zurück bin, gehst du ohne mich los. Über deinen Tag heute. Super. Ich hatte einen sehr, sehr schönen Tag. Das hat aber gedauert. Stammt das Ding da von Sheilas Megaskop? Mhm. Ich habe den Diamanten ausgetauscht. Gegen einen fehlerhaften, der einen Teleport verhindert. Die kaiserlichen Magiekundigen hatten versprochen, dass der Effekt spektakulär sein würde. Ich habe sie laufen lassen. Ja. Wie herzlos. Was ihr der königliche Geheimdienst antun wird, ist weitaus schlimmer. Vermutlich. Also, bist du bereit, die Karten auf den Tisch zu legen? In jedem Spiel ist es irgendwann soweit. Was für ein Moment. Aber zuvor... Schnaps. Gib her. Gib her. Mir ist Schnaps die Kehle trocken. Auf alte Bekanntschaften. Hast du dein Gedächtnis wieder? Nicht vollständig. Erinnerst du dich an unsere erste Begegnung? Ich hab dir das Leben gerettet. Und wie dankst du es mir? Wie hätte ich es dir denn besser danken können? Ich hab mich um deine Frau gekümmert. Yennefer. Keine Ahnung zwar, was du an ihr findest, aber über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Ja, ist der vom Anfang. Winter Sonnenwende 1270. Die magische Nacht. Leto hat nicht gelogen, die Jagd hält an. Unter einem Baum, der zum Erhängen dient, selektieren die Reiter die Entführten. Yennefer ist darunter. Eine Erscheinung kann man nicht töten, nur verjagen. Jeder Hexer weiß das. Und doch fallen die Reiter unter den Hieben der Hexerschwerter. Und aus den Panzern der Getroffenen quillt Blut. Wir schaffen es nicht, sie alle zu töten. Dafür sind es zu viele. Ein Pat. Er ist anders als alle anderen Elfen. In seinem Blick liegt keine Scham. Niemals hat man ihn verfolgt. Er hat keine Pogrome erlebt. Kein Land wurde ihm von Menschen geraubt. Er kann nicht von dieser Welt stammen. Ein Eindringling. Wir treffen eine Abmachung. Meine Seele gegen die Yennefers. Er willigt ein, ohne zu zögern. Wieder da? Einen Augenblick sah es aus, als wärst du weit weg. Erinnerung. Und guten Hunger. Eine ganze Welle. Der Baum der Erhängten. Die wilde Jagd. Sie haben mich statt Yennefer mitgenommen. Dann ist es jetzt an der Zeit, Klartext zu reden. Sofern du mich nur gejagt hast, um mich zu töten. Ich habe dich aus mehreren Gründen gejagt. Du bist mir ein paar Erklärungen schuldig. Mag sein, dass ich das bin. Erzähl mir von Yennefer und was nach meinem Abgang passiert ist. Sie hatte ein paar Tage hohes Fieber. Wir dachten schon, sie schafft es nicht. Dann kam sie zu sich. Aber sie war verwirrt. Ihr Gedächtnis war weg. Genau wie deins. Und weiter? Sehr schnell kam ihr sperriger Charakter durch. Sie hat uns ganz schön zugesetzt. Egan verführt und versucht, Keile zwischen uns zu treiben. Da du dich für sie geopfert hattest, konnten wir sie schlecht im Stich lassen. Sie hätte ja keine 4 Wochen durchgehalten. Trotzdem hat sie sich aufgeführt wie eine Fürstin, diese Zauberin ohne Gedächtnis. Und dabei befanden wir uns mitten im Kaiserreich. Du weißt, wie man dort mit hochmütigen Zauberern umspringt. Entweder wirft man sie raus, oder man lässt sie auf dem Marktplatz 4 teilen. Ich hörte davon. Wir wechselten ständig den Standort und retteten sie aus diversen brenzligen Situationen. Bis wir eines Tages vom Geheimdienst verhaftet wurden. Egan, Serit, Yennefer und ich.
Vom kaiserlichen Geheimdienst? Mhm. Sie trennten und verhörten uns. Lang und ausführlich, aber ohne Gewalt. Ich lernte Fatir de Rideau kennen und einige Wochen später den Kaiser in Person. Ich, als lichter Hexer. Yennefer? Ich habe sie nicht wiedergesehen. Der Kaiser trug mir eine Mission in die Nordreiche an. Aber sie war aus irgendeinem Grund wichtig für den Imperator. Vermutlich hat er von ihr erfahren, dass die Loge existiert. Der kaiserliche Geheimdienst hat eben seine Methoden. Jedenfalls wurde Yennefer permanent von Fatirs Leuten bewacht. Wir brachen dann bald nach Norden auf, um die Könige zu töten. Mehr weiß ich also nicht. Dann ist sie im Kaiserreich. Das war sie, als ich es verließ. Woher wusstest du, wo wir die wilde Jagd finden würden? Jeder Hexer mit einem Schlangenmedaillon um den Hals kennt den Ort. Ich dachte lange, meine Schule wäre nur gegründet worden, um das Rätsel der Geisterreiter zu lüften. So viele Bücher und Schriftrollen hatten wir zum Thema. Weißt du, wer die Reiter der wilden Jagd wirklich sind? Da stecken doch irgendwelche verfluchten Elfen dahinter. Riesenbetrug. Das legendäre Menetekel des Kriegs. Nichts als Mummenschanz vom Jahrmarkt. Glaub mir, kein Jahrmarktzauberer ist in der Lage, eine Horde Geisterreiter über den Himmel zu jagen oder jemandem das Gedächtnis zu nehmen. Dann klär mich auf. Die wilde Jagd, um die sich so viele Legenden ranken, gibt es tatsächlich. Ich habe etliche Geisterreiter besiegt und verjagt. Sie sind zwar Geister, aber zugleich die Avatare von echten Reitern. Denen sind wir unter dem Baum begegnet. Dann haben Elfen dich verschleppt? Ganz gewöhnliche Drecksäcke zum Anfassen? Das mögen sie in ihrer Welt sein. Hier sind sie Fremde. Du kennst die Theorie von der Sphärenkonjunktion und weißt, wie die Monster in unsere Welt kamen? Jeder Hexer weiß das. Dann weißt du auch, dass unsere Zauberer imstande sind, Brücken zwischen den Sphären zu schaffen. Meist rufen sie Monster herbei, die wir dann wieder loswerden müssen. Diese Elfen, die wir gesehen haben, stammen aus einer anderen Welt. Sie wurden allerdings nicht gerufen, sondern kamen selbst hierher. Das ist sehr schwierig, sogar für sie. Viel leichter ist es dagegen, ihre geisterhaften Abbilder zu schicken. Dass sie tatsächlich selbst kommen, ist eine Ausnahme. Und die haben sie für Yennefer und dich gemacht. Scheinbar. Elfen aus einer anderen Welt und deren dressierte Geister. Was wollten sie von dir? Das geht dich nichts an. Warum hast du mich erwartet? Weil ich wusste, dass du mich nicht ziehen lässt. Ich hatte nicht vor, mich jagen zu lassen. Du kennst jetzt die Wahrheit. Außer dir nur noch ein paar, deren Wort nichts mehr zählt. Ich habe dich nie als meinen Feind betrachtet. Ich will nur meiner Wege gehen. Wenn ich gegen dich kämpfen muss, dann soll's wohl so sein. Aber diese Geschichte endet hier und jetzt. Ich finde, wir haben genug geredet. Kampf? Hast du noch Schnaps? Einen Schluck für jeden. Hier. Das waren aber mehr als ein Schluck. Mindestens drei. Die Armeen des Kaisers überqueren vermutlich eben die Yaruga. Das ist das Ende des Nordens. Höchste Zeit, nach Süden aufzubrechen. Da wartet ein schönes Leben auf mich. Du bist ein Narr, Leto. Der Kaiser und du, ihr habt eines nicht bedacht. Unglück schweißt zusammen. Dank eurer Taten dürfte der Norden schon bald einiger sein als je zuvor. Aber was geht mich das an? Ich bin nicht dein Feind. Ich war es auch nicht. Lass mich gehen und du siehst mich nie wieder. Falls du nicht sehr weit nach Süden reist. Zwingst du mich aber zum Kampf, werde ich dich diesmal töten. Ich weiß jetzt, was ich wissen wollte. Meine Erinnerungen kommen wieder. Dein Tod würde nichts ändern. Geh deiner Wege. So einfach? Ja. Keine Drohungen? Nein. Keine Lebensweisheiten? Nein. Du willst gar nicht gehen? Leb wohl, Geralt. Ich lass den gerade auch nur aus einem einzigen Grund leben.
Marienkäfer. Ein großer Marienkäfer. Süß. Ich bin Marienkäfer. Marienkäfer sind cute. Macht man mit abgenutzten Noten rein. Also ich weiß, dass man sie irgendwie reparieren kann, aber ich weiß nicht wie. Also ich schmeiß sie entweder weg oder verkaufe sie. Ich habe bisher noch nicht herausgefunden, wie man sie reparieren kann. Nach den Königsmördern weit durch die Lande gezogen. Aber man könnte sie reparieren. Bernard Loredo und nur wenige betrauerten den Kommandanten. Flotsam blieb Timerisch und das Kommando über Garnison und Stadt erhielt ein Edler aus Vysima. Eingefleischter Feind Kedwins und leidenschaftlicher Angler. Noch heute erzählt man sich in Bindegarn am Lagerfeuer Geschichten von den Taten des Hexers. Der Hexer wurde in Edirn Zeuge eines großen Siegs für Kedwin. Bei Wergen schlug Hänsels Armee die bunten Horden von Saskia der Drachentöterin vernichtend und beendete so den Frühling der Rassen. Die Soldaten vom Einhorn schwärmten in das gesamte Pontertal aus. Nicht zum ersten Mal wurde Ober-Edirn vom mächtigen Kedwin komplett geschluckt. Doch die späteren Ereignisse sollten Hänsels Triumph ein schnelles Ende bereiten. Nach Foltests Tod begannen Temeriens Nachbarn nach dem funkelnden Schatz nebenan zu trachten, dem temerischen Thron. Doch die Morde an Demavent und Hänselt zwangen sie, sich mit ihren eigenen Problemen zu befassen, und Temerien fiel seinen machthungrigen Baronen zum Opfer. Vernon Roche hütete indessen eine letzte Flamme der Hoffnung für das sterbende Königreich. Er hielt sie sicher versteckt und wartete auf bessere Zeiten. Jahre zuvor war Geralt von Riva Zeuge des Falls von Rat und Kammer der Zauberer geworden. Der Gipfel in Lochmuin führte beide Institutionen wieder ein. Wobei die Gründer Sheila de Tankerville und ihre Komplizinnen opferten. Doch Radovid verlangte obendrein Demut und Loyalität von den stolzen Magiern. Und das passte durchaus nicht allen. Es war eine Zeit der Verwirrung und der Gewalt, gekleidet in königliche Dekrete. Doch so schlimm die Tage schienen, sie waren für uns, die wir gewissermaßen am Schicksal der Welt mitgewirkt hatten, doch eine Ruhepause. Soltan versuchte, die Hand seiner Geliebten zu erlangen und ich bettete mein Haupt im Schoß der Musen. Hi! Wer hätte ahnen können, Nett. Dass das Unwetter, das den Norden gebeutelt hatte, Teilchen. Nur das Omen noch viel dunklerer Zeiten gewesen war? Ach, Rittersporn. Die Präambel einer ganz neuen Geschichte von Geralt von Riva. Mhm. Wir haben Witcher 2 durch. Oh, sehr schön. Das heißt, wir können nächste Woche mit Teil 3 anfangen. Oh, herrlich. Schön. Nie wieder ein abstürzendes Spiel. Ja. So, Witcher 2 zum zweiten Mal durch. Geil. Wieso nicht jetzt? Weil wir jetzt gleich Final spielen. Jetzt spielen wir gleich noch Final Fantasy, weil ich will das jetzt nicht nur direkt danach spielen. Weiß auch nicht, ob ich den dritten schon installiert habe. Ich glaube, den muss ich erst mal installieren. Also nächsten Mittwoch geht's auf jeden Fall mit Witcher 3 weiter. Da freue ich mich auch drauf. Ich bin wieder unvorbereitet. Naja. Meine beste Freundin findet das Let's Play von Witcher 1 sehr spannend. Folgt ihr auf YouTube. Ja gut, richtiges Let's Play kann man das ja nicht mehr nennen. Das sind ja keine richtigen Let's Plays. Das sind halt einfach nur die Stream-Wiederholungen. Ist ja kein Let's Play. WoW ist ein Let's Play, weil das nicht im Stream gespielt wird. Das meiste, was jetzt auf YouTube ist, sind halt wirklich nur noch Stream-Wiederholungen. Aber freut mich, dass er bei YouTube jetzt auch reinschaut. Ach ja.
so leicht verstörende Szenen. Insbesondere die da. Drücks. Naja, aber ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Weil ich bin sowieso ein riesen Fan von Witcher 3. Witcher 3 werden wir auch ewig dranhängen, glaube ich. Also lange. Sehr, sehr lange. Es wird auch wieder das Spiel sein, was ich durchsuchten werde. Und nach Witcher 3, das kann ich jetzt schon mal sagen, wir hatten ja zum 24-Stunden-Stream. An Ostern hatten wir ja Two Worlds angefangen. Das werde ich dann auf jeden Fall dann Mittwoch spielen. Damit wir das auch durchkriegen. Dann kann ich ja nicht mehr zuschauen. Ryan, ich kann dir sagen, wenn die Spinnen kommen. Die Spinnen werden noch ganz lange dauern, bis wir die zu Gesicht bekommen. Weil ich in das Gebiet, wo die sind, vorher nicht reingehen werde. Bevor wir nicht im ersten DLC sind. Da werde ich das Gebiet vorher nicht betreten. Also, bis zum ersten DLC brauchst du dir da keine Sorgen zu machen. Wegen Witcher 3 schreibe ich dir dann, wenn ich wegen Witcher 3 oder was anderes. Okay. Ja gut. Ach so, ja gut. Das ist was anderes. Oder du spielst es gleichzeitig. Wir spielen es einfach gleichzeitig. Aber es sind dann ja nur die Mittwochstreams, die wegfallen. Ich mach das aber einmal ja. Ja, Häschen. Mit komischen Augen, aber egal. Hoppelhäschen. Ich muss ja die Credits jetzt ja nicht komplett durchlaufen lassen. Aber ich freue mich auf den dritten nächste Woche. Das wird toll. Das wird sehr, sehr toll. Bambi! Wenn man Glück und dann verliert man den Fisch, weil das seine Geschick zu niedrig ist. Oh no! Sitzt der Fliege auf meinem Monitor. Die halten halt ohne Jan, ne? Dann halt einfach ruhig. Okay, schaue ich nach dem Stream, wenn es okay ist. Die Welt, wie wir sie kennen, ist am Ende. Doch bleibt die Vergangenheit das Schlüssel zur Zukunft. Juhu, Witcher 2 ist zu Ende. Yay! Dann beenden wir einmal das Ganze.